Hallo Leute, hier ist der Stefan zu einem neuen kleinen Linux-Unix-Video. Jetzt will ich euch mal kurz in diesem Video zeigen, wie ihr den Sort-Befehl benutzt. Und mit diesem Sort-Befehl kann man Dateien sortieren und die nach super special Varianten sortieren. Und als zweites würde ich euch gerne diesen Grab-Befehl zeigen, ganz kurz. Mit diesem Grab-Befehl, das ist auch ein sehr bekannter praktischer Befehl, kann man Dateien durchsuchen nach Text. Also wenn ich zum Beispiel ein Textdokument habe und dort irgendein bestimmtes Textvorkommen, wie mein Name vorkommen sollte, dann habe ich halt die Möglichkeit, das mit diesem Grab rauszufinden. Jetzt gehen wir zunächst mal auf dieses Grab ein, weil das leichter ist, so wie ich euch das zeigen will. Und was man jetzt machen kann, ist diesen Grab-Befehl zu benutzen. Und dieser Grab-Befehl, der kann Textdokumente durchsuchen. Und ich habe da schon mal ein Textdokument vorbereitet, das heißt daten.txt. Schauen wir uns das mal kurz an mit diesem cat-Befehl. Den haben wir schon in einem anderen Video kennengelernt. Der kann auch Textdokumente ausgeben. Da sage ich dann cat-daten.txt. Dann sehe ich hier diese Datei. Das sind drei Zeilen mit einem Vornamen, Nachnamen und dem Alter einer Person drin. Und was ich jetzt mit diesem grab-Befehl machen kann, ist nach dem Text Lisa zum Beispiel zu suchen in dieser Datei. Und um das zu machen, würde ich jetzt hier in Anführungsstrichen doppelten schreiben, nach was ich suchen will. Und als dritten Parameter, also als zweiten Parameter, die Namen der Datei oder der Dateien, die ich durchsuchen will. Wenn ich jetzt diesen Befehl ausführe, dann wird mir halt diese eine Zeile zurückgegeben, die diesen Text Lisa beinhaltet, nachdem wir gesucht hatten. Jetzt ist es ja so, dass ich möglicherweise nicht weiß, ob ich Lisa klein oder groß geschrieben habe. Sehen wir uns mal an, wie sich das Programm hier verhält. Und zwar bekomme ich dann keine Ausgabe zurück. Was man jetzt machen kann, ist diesem Grab-Befehl den Parameter i mitzugeben. Dieser i steht für Ignore Case, also ignoriere die Groß- oder Kleinschreibung. Und wenn ich jetzt diesen Befehl nochmal ausführe, dann funktioniert das Ganze auch. Dieser i-Parameter, den kann man beliebig verwenden, der funktioniert nicht nur beim ersten Buchstaben, sondern der findet auch Lisa, wenn dieses A zum Beispiel hier groß geschrieben ist. Der ignoriert einfach diese Größe komplett, ob groß oder klein geschrieben. Und was man natürlich jetzt auch machen kann, ist nicht nur die Daten.txt nach diesem Text zu durchsuchen, sondern direkt im Root-Ordner zu suchen, also beziehungsweise nach Sternchen. Und dann bekomme ich halt hier was zurück. Okay, da haben wir ein Problem. In diesem Root-Ordner befinden sich zwar einige Ordner, wie man hier sieht, aber keine Dateien. Um dem Ganzen Abhilfe zu verschaffen, haben wir jetzt noch die Möglichkeit, noch einen Parameter anzugeben, und zwar den -r-Parameter. Der steht traditionsgemäß für rekursiv, den haben wir auch in einem letzten Video schon kennengelernt, in einem anderen Programm. Und zwar kann man mit diesem -r angeben, durchsuche mir rekursiv alle Ordner, Unterordner und Dateien, das heißt alle Unterordner und so weiter in diesen Ordner drin. Und wenn ich das jetzt machen würde auf diesen Ordner Slash, also das Root, dann würde mir die halt alle Ordner und Unterordner durchsuchen. Nachdem das Ganze jetzt aber relativ lang dauert, kann ich das natürlich hier nicht so demonstrieren. Wichtig ist, dass wir diesen Parameter R benutzen können, um rekursiv Unterordner und so weiter zu durchsuchen und diesen Parameter I benutzen können, um Groß- und Kleinschreibung zu ignorieren. Und so bekommen wir dann in der Regel auch unser Ergebnis relativ leicht. Das war es also mal jetzt zunächst für diesen Grab-Befehl. Was man natürlich dann machen kann als zweites, das ist jetzt von diesem Grab-Befehl unabhängig, ist diese Ausgabe oder eine Textdatei zu sortieren. Schauen wir uns nochmal eben diese Daten.txt-Dokumente mal kurz an. Wir haben ja schon gesagt, da gibt es jetzt drei Zeilen drin, Vorname, Nachname, Alter der Person. Und diese Werte sind ja, wie man hier sieht, getrennt durch Doppelpunkte. Das habe ich jetzt nicht aus Jux und Tollerei gemacht, sondern das hat schon einen Grund. Und zwar kommen wir zu dem gleich. Jetzt gibt es ja diesen Sort-Befehl, mit dem man, wie der Name vielleicht schon verrät, Dateien sortieren kann. Jetzt kann ich diesen Sort-Befehl anwenden auf die Datei daten.txt. Was kommt dabei raus? Es wird einfach das erste Zeichen genommen, also in dem Fall L der Zeile, und dann wird danach sortiert. Also für den ist das die Zeile L, dann gibt es eine Zeile, die beginnt mit R und eine Zeile, die beginnt mit S. Und man sieht hier, die ursprüngliche Schreibweise war anders, nachdem wir jetzt diesen Sort-Befehl ausgeführt haben.
ist die Ausgabe so, dass eben diese Datei entsprechend nach dem ersten Buchstaben sortiert wird. Es ist aber nicht immer so, dass man so ein Dokument eben nach dem ersten Buchstaben sortieren will, sondern möglicherweise nach dem Alter der Person. Und da gibt es auch eine Möglichkeit, das zu machen, die ist allerdings ein bisschen komplizierter. Und zwar nimmt dieser Sort-Befehl natürlich auch Parameter an. Den ersten Parameter, den wir hier kennenlernen, ist der -r-Parameter. Der steht jetzt in diesem Fall nicht für rekursiv, wie im ersten Befehl, den ich euch gezeigt habe, sondern der steht für reverse. Das heißt, sortieren wir einfach andersherum, nicht von oben nach unten, sondern andersrum halt, von unten nach oben. Und wenn ich jetzt das nochmal ausführe auf diese Datei, dann sieht man, die letzten werden die ersten sein. Mein Eintrag, der in der letzten Sortierung zu Schluss kam, kommt jetzt zuerst und Lisa kam zuletzt. Jetzt wissen wir schon mal, dass man mit dem -r-Parameter umgekehrt sortieren kann, also reverse. Was wir jetzt auch anstattdessen noch machen können, ist ja nach dem Alter zu sortieren. Und wie macht man das jetzt? Zunächst mal muss man angeben, welches Trennzeichen wir für diese Felderkennung, will ich jetzt mal sagen, benutzen kann. Weil für diesen Sort-Befehl ist das ja nur eine Zeile, die aus verschiedenen Zeichen besteht. Das interessiert den herzlich wenig, ob das ein Doppelpunkt ist oder ein O oder ein Z oder sonst irgendwas. Und um anzugeben, dass hier ein Trennzeichen existiert in diesen Zeilen, benutzt man diesen -t-Parameter. Diesen -t-Parameter sagt man dann als zweites, welches Zeichen das Trennzeichen hier ist. Also in unserem Fall wäre das jetzt der Doppelpunkt. Und jetzt wissen wir, da gibt es eine Zeile mit einem Trennzeichen Doppelpunkt. Das führt dann dazu, dass es auch Felder gibt. Es gibt nicht mehr Zeilen, eine Zeile, sondern es gibt eine Zeile und diese Zeile hat Felder. Feld 1, Trennzeichen, Feld 2, Trennzeichen, Feld 3. Und was ich jetzt machen kann, ist diesem Programm Sort noch zu sagen, dem Parameter -k, der steht wohl für Key, also Schlüssel oder Feld, Nummer will ich es mal bezeichnen. Und wenn ich jetzt hier diesen Feldschlüssel 3 zum Beispiel angebe, um nach dem Alter zu sortieren, 1, 2, 3, dann würde ich das hier so schreiben, K3, und wenn ich dann Enter tippe, dann sieht man, es wird nach dem Feld 3 sortiert, und zwar ist das Feld 3 28, 40 und 53. Das ist jetzt insofern ein Problem, weil es funktioniert zwar, allerdings ist diese Zeile, ist die Textdatei schon so aufgebaut, dass sie jetzt halt mit dem übereinstimmt. Jetzt kann ich natürlich auch nach dem Feld 2 sortieren. Das wäre in unserem Fall jetzt der Nachname Schmidt-Bauer-Meyer-Schuster. Wenn ich jetzt das nochmal ausführe, dann sieht man, die Ausgabe hat sich geändert und das Feld 2 wird hier in der Sortierung berücksichtigt. Meyer, Schmidt-Bauer, Schuster. Also man sieht, diese Sortierung nach dem Nachnamen funktioniert. Und man kann das Ganze auch kombinieren mit diesem -r-Parameter. Wenn ich den mal angebe, dann kommt erst die Lisa, dann komme ich. Mein Name ist Stefan und als drittes dann Robert. Lisa, Stefan, Robert. Wunderbar. Wir haben also nach dem Nachnamen sortiert mit dem Key-2-Feld. Wir haben angegeben, dass es ein Trennzeichen gibt, Doppelpunkt. Und wir wollen die Ausgabe der Sortierung umdrehen, also reversen. Deswegen geben wir hier noch diesen Parameter -r an. Und man sieht, das Ganze funktioniert wunderbar. Es gibt hier relativ viele Einsatzzwecke für solche Sortieraktionen, die man im Alltag immer mal wieder gebrauchen kann. Es ist definitiv nicht schlecht, diesen Befehl zu kennen. So, das war es jetzt eigentlich auch schon wieder mit diesem kleinen Video. Ich bin mir sicher, es gibt noch einige mehr Parameter von diesem Sort und von diesem Grep natürlich noch umso viel mehr. Das ist ja ein sehr bekannter und toller Befehl. Wir wollen es aber zunächst dabei belassen und ich wünsche euch viel Spaß beim Kommentieren des Videos und wir sehen uns bis bald.